Guten Morgen, willkommen auf meinem Kanal Tom's Work. Ich bin gerade aufgestanden. Bin jetzt in der Werkstatt. Ich möchte euch jetzt zeigen, was mein Kater so in letzter Zeit fabriziert hat. Ja, das zeige ich euch jetzt. Ja, ich glaube, mein Kater hat das auf ein neues Level gebracht, die Zerstörung des Kratzbaums. Und jetzt schauen wir mal, dass wir das irgendwie wieder richten können. Und ich habe da schon eine Seilkraft. Und so eine Rolle habe ich auch, die ist ca. 1 Meter lang. Weil der alte Kratzbaum, der ist schon ein bisschen zu klein gewesen. Und ja, jetzt schauen wir mal, ob wir das hinbringen. Gut. So, ich habe jetzt einmal 23 Meter gekauft. Die stimmen weiter. Haben wir da noch so ein Meter langes Rohr. Weiß nicht, wie viel wir da ungefähr braucht. Da haben wir so geschätzt, mal 20 Meter, wenn wir da brauchen. Das ist schon ein bisschen, ja, wenn wir ein bisschen zu viel haben. Das ist nämlich ein bisschen dünner als Rohr. Oder? Ich habe noch gerechnet mit Tox. 10 cm haben wir, die haben da 85. Das ist ein bisschen dünner. Also weil ich da ein bisschen zu viel Saal haben, aber das ist wurscht. Mein Katz braucht das jedes Jahr. Also der Meter kostet 1 Euro. Also das ist jetzt nicht so wild gewesen. Dann werden wir da mal schauen, müssen wir das auspacken. Und der ist da super auch, ich flippe wieder rein. Aber ist ja wurscht, das ist ja nicht so tragisch. Gute Schar. So, dann haben wir da jetzt ein super Rohr. Ja, das war ein Durchmesser, weil es hat 2,1 hat das und das da, kann ich sagen, oh, es hat viel mehr, es hat 4,5. Aber ich glaube, dass das reicht. Cm Abwicklung. Soll es rausgehen? Dann wird es doch 20 Meter sein, ja. Ist gar kein 10er. Ist ein 8er. Harschi. Zahlt er wie aber ein 10er. Gut, schauen wir mal, dass wir das angehen. Das geht eh alles ganz leicht. Das ist schon jetzt locker. Also Schrauben. Schaut euch das um, das ist ja nicht normal, oder? Das ist ja da.
Irre. Gut. Kleben tun wir das mit Heißkleber. Das tun wir, da müssen wir sowieso ein bisschen umbauen nachher. Müssen wir da irgendwas drauf tun. Da sind die Klammern drauf. Und jetzt zerkratzt du meinen ganzen Boden. Das ist noch scheiße. Gut. Dann tun wir das da an der Seite. Noch. Das machen wir einfach aus MDF, hab ich gesagt. Weil wir gerade was rumliegen haben. Hat nicht mal den Kreisschneider gehabt, gell? Den es da gibt, so einen bekannten. Aber wir hatten ja noch nicht. Müssen wir das anders machen. Jeder. Fixe. Der 3 Euro kostet. Digital. Aber es ist Plastik. Aber ist super. Wish. Bestellt. So, das ist jetzt die Bandsaug von mir, die habe ich umgebaut. Das ist normal ein Eisensaug gewesen. Ich habe sie einfach umgebaut, dass man sie aufstellen kann. Und da habe jetzt ein Holzbeutel rein. Nur das Problem ist ein bisschen die Drehzahl, da muss ich ja schauen, wie da tue. Weil. Und da einfach ein bisschen für Holz und nicht zu wenig Drehzahl. Für MDF geht es gerade nur so, aber. Da muss ich eine andere Übersetzung mal bauen, weil das ist einfach zu wenig. Aber ich weiß jetzt nicht genau, wie viel Drehzahl man braucht für Holz. Ich glaube über 2000 und ich habe da jetzt glaube ich knappe 2000. 1800, sowas. Das ist weitaus zu wenig. Aber für MDF geht es gerade und gerade. Und leider habe ich jetzt auch natürlich ein Bordsplattel drin und vor Schmalz zum Gleise schneiden ist das nicht so optimal. Aber
Also ich habe für das einen Kronos-Bohrer hergenommen. Weil ich ein 16er Loch brauche, glaube ich. Aber jetzt werden wir es gerne nochmal nachschauen, ob wir da 16er brauchen. Ist mal wieder ausgegangen. Jetzt versuchen wir das einmal auszukleben. Da. Die Schnur habe ich auch schon ein bisschen entwickelt. Jetzt tun wir uns einfach mit Heißkleber da fixieren. Yeah.